Mein Name ist Marc Züffler, ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Haptech GmbH. Der Bedarf an Braille- und Brailleausgabegeräten besteht weiterhin fort. Es stimmt natürlich, Technologien oder technologischer Fortschritt haben die Kommunikation erleichtert. Ja. Der Bedarf an Blindenschrift und anderen Hilfsmitteln ist jedoch immer noch relevant und selbst in einer von Bequemlichkeit dominierten Welt. Die Brailleschrift ermöglicht Sehbehinderten oder blinden Menschen die Kommunikation mit derselben Effektivität und Qualität, die wir oft für selbstverständlich halten. Sie bietet ihnen Zugang zur Welt der Information und lehrt wertvolle Lese- und Schreibfähigkeiten. Zitiert habe ich hier den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und auch im jetzigen Stream bleiben wir in Marburg im Hause der Blindenstudienanstalt und freuen uns sehr über unsere beiden nächsten Interviewpartner, Patrick Temmesfeld, stellvertretender Vorsitzender der BLISTA und Vorstandsvorsitzender des VBS, und der Andrea Katemann, Leiterin der Deutschen Blindenbibliothek, moderiert von keinem Geringeren als unserem Vertriebsleiter Hans Katalenik. Viel Spaß dabei! Ja, herzlichen Dank, Herr Züffle. Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute das Interview mit dem Herrn Temmesfeld und mit der Frau Katemann führen darf. Natürlich hätte ich mich viel mehr gefreut, wenn ich Sie persönlich alle getroffen hätte, wenn wir uns alle auf der Side City wie üblich in Frankfurt getroffen hätten und uns wirklich persönlich ausgetauscht hätten, wo Sie dann auch entsprechend die Geräte in die Hand nehmen hätten können. Ich bin absolut sicher, dass wir das Ganze nächstes Jahr nachholen werden, dass wir da wieder zu einer normalen Side City kommen, zum normalen Ablauf. Und ich freue mich jetzt wirklich sehr, hier, wie der Herr Züffle schon gesagt hat, die Frau Andrea Katemann, die Leiterin der Deutschen Blindenbibliothek in Marburg, und den Herrn Patrick Temmesfeld, der mittlerweile jetzt bei der BLISTA angekommen ist als stellvertretender Vorsitzender neben Herrn Dunker. Die führen beide die Geschäfte der BLISTA an. Und bevor ich jetzt irgendwas vergesse oder Falsches sage, Herr Temmesfeld, Sie haben ein Wahnsinnswerdegang. Sie sind durch ganz Deutschland schon durchgekommen als Leiter. Sie waren in Schleswig, Sie waren in der Johann-Peter-Schäfer-Schule damals. Ich glaube, da haben wir sogar kennengelernt. Also ich bin ja erst seit 21 Jahren hier, also noch nicht so lange. Johann-Peter-Schäfer-Schule, dann waren Sie bei der BBS in Nürnberg. Ich meine sogar über 10, 12 Jahre, also aus dem Stegreif, wenn nicht sogar länger tätig. Aber wie gesagt, bevor ich was vergesse, sagen Sie gleich selbst was dazu, zu Ihrer Person und zu Ihrem Werdegang. Und dann vielleicht anschließend die Frau Katemann. Oder andersrum, ich meine, bei der heutigen Emanzipation ist es egal, wer anfängt. Ja, ich hätte jetzt vorgeschlagen, Ladies first, dass ich Frau Katemann natürlich das erste Wort lasse und dann mache ich gerne weiter. Ja, dann beginne ich. Also Andrea Katemann, Leiterin der Deutschen Blindenbibliothek, wurde schon gesagt. Ich freue mich, dass ich hier zu all den vielen Hörerinnen und Hörern, Zuschauerinnen und Zuschauern sprechen darf. Ich arbeite schon länger an der BLISTA, habe im 2008 hier begonnen, in der Braille-Druckerei zu arbeiten, und die Deutsche Blindenbibliothek ist auch im Zentrum für Barrierefreiheit angesiedelt. Und ich bin seit 2014 dort tätig. Und Zentrum für Barrierefreiheit ist ja eine durchaus komplexere Angelegenheit. Da machen wir dann vielfältige Dinge. Und zu mir selbst, ja, ich lese gerne. Ich bin privat musikalisch tätig. Und ja, passt eben dann auch gut zu meinem Beruf. Genau. Ja, und da wir ergänzen, Patrick Temmesfeld. Vielen Dank, Herr Katalinisch. Jetzt habe ich endlich verstanden, wie alt ich bin, nachdem Sie mir kurz meinen Lebenslauf dargestellt haben, wo ich sage, Himmel, Herrgott, schön, dass ich noch hier sein darf. Aber tatsächlich, es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, so durch die Blinden- und Sehbehinderten-Geschichte Deutschlands gereist zu sein. Ich ergänze dann eben, sag mal, ja, Nürnberg waren 14 Jahre tatsächlich, und jetzt bin ich fast schon 3 Jahre hier in der BLISTA in Marburg angekommen. Bin von Haus aus blind- und sehbehindertenpädagoge, habe in Friedberg tatsächlich meine Wurzeln. Und ja, eigentlich wieder back to the roots, wenn man so will, nur 50 Kilometer mehr im Norden. Ich bin zusätzlich noch einer der beiden Vorsitzenden im Vorstand des VBS, des Verbands für Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Für mich eine wunderbare Vereinbarung
von, sagen wir mal, dem Engagement für den Bereich PC-Behindert allgemein, aber auch eben ja, das Vernetzen, das Miteinander, das Entwickeln, das Gestalten. Also wir sind gerade zum Beispiel, wenn wir uns mal sagen, das Thema Barrierefreiheit, Stärkungsgesetz, ist gerade ein riesen Thema, auf das wir uns total freuen, was wir seitens Blister, aber auch VBS angehen können. Ja, freuen uns da zu sein und wir werden uns Ihren kritischen Fragen stellen. Wir sind, wie Sie gerade sehen, jetzt doch in einem Büro. Wir hatten gehofft, wir können das getrennt hinkriegen, aber die Technik wird Frau Katermann und mich jetzt hier zusammen. Herzlichen Dank Ihnen beiden für die Ausführung. Und ja, Sie, Herr Temmesfeld, sehen und die Sehenden unter Ihnen sehen, ich bin hier umgeben von Braillezeilen. An der Wand hier direkt auf dem Tisch verschiedene Größen, verschiedene für verschiedene Bereiche, für verschiedene Tätigkeiten für die Blinden. Ja, Sie wissen ja alle, wir entwickeln und produzieren diese Braillezeilen. Das sind ja wirklich die Kinder von HelpTech bzw. von ehemals HandyTech, unsere Hauptprodukte. Aber dennoch ist es so, dass wir natürlich auch hier ein bisschen eine Veränderung spüren. Und eine Frage an Sie beide. Welche Bedeutung haben denn diese Braillezeilen? Ich meine, vielleicht bevor Sie antworten, habe ich hier noch ein ganz modernes Gerät, das ich Ihnen kurz zeigen möchte. Da, Herr Temmesfeld, das ist eine aus dem Hause, die wurden sogar hier mal gebaut, eine Blister-Handschreibmaschine. Nein, das war nur sehr. Ich habe diese wunderschöne Maschine, die, glaube ich, in den 70er Jahren gebaut wurde, einfach aus unserem Museum noch kurz rausgeholt, um ja, einfach Erinnerungen ein bisschen wach werden zu lassen. Und wir gehen natürlich auf die neuen. Wobei ich hier vielleicht dazu sagen möchte, die funktioniert noch komplett. Die ist 100% funktionsfähig. Also ich kann hier sauber schreiben, auf dem Blatt eindrucken und die hält noch nach so vielen Jahren. Das kann ich Ihnen nicht versprechen, dass alle unsere Braillezeilen aus dem Hause HelpTech, ich meine, die halten auch 20 Jahre. Das sehen wir immer wieder, wenn nach 20 Jahren mal eine zur Reinigung kommt oder zur Überprüfung. Aber ob die Zukunft auch so sein wird mit der neuesten Technologie, ob die auch so lange halten werden, mal sehen. Welche Bedeutung haben diese Braillezeilen heute noch? Ja, ich denke, sie haben eine sehr hohe Bedeutung, weil man natürlich am Computer und am Handy generell eine Braillezeile braucht. Man wäre nur mit einer Sprachausgabe total aufgeschmissen. Man könnte einfach nicht gescheit Dinge feingliedrig korrigieren. Also wenn ich etwas korrigieren will in Bezug auf Zeichensetzung und ähnliche Dinge mehr, dann ist natürlich ganz wichtig, dass ich eine Braillezeile brauche und habe, damit ich eben sozusagen schnell von Buchstabe zu Buchstabe navigieren kann und ähnliche Dinge mehr. Also insofern ganz große Bedeutung. Ja, ich kann mal vielleicht ergänzen, Bezug nehmen nochmal. Wir haben irgendwie heute ja katalytisch mit das Thema Alter uns begleiten, weil sie auf die alte Punktschriftmaschine hinwies und das Alter einer Blister. Die Blister ist ja nun auch über 100 Jahre alt. Das hält ja, glaube ich, noch auf dem Weg dahin. Punktschrift hat ganz viel was natürlich mit Tradition zu tun, mit einer Schrift. Und für diejenigen, die mit der Braillezeilentechnik vielleicht gar nicht so bekannt verwandt sind, also, es war ja faszinierend, als die erste Technik aufkam. Das erste Mal dieses Korrigieren in einem Text herum, also die Möglichkeiten einer Braillezeile sind so gigantisch. Dann kam der Wechsel MS-DOS in die Windows-Welt, wie kriegen wir das hin? Und es ist ja auch weiterhin vortrefflich gelungen. Also ich finde, egal in welcher Variante Sie Braillezeilen vorstellen, Sie sind ein Zeichen von einer absoluten Innovation, wie das Ganze entstanden ist, was jetzt möglich ist. Ich finde, Sie sind nicht wegzudenken. Sie haben was mit dem Thema Zugang zu Schrift, Zugang zu Technik und auch mit einer gewissen Begeisterung, das auch weiterzuentwickeln zu tun. Also von daher sind wir absolute Fans an der Blister, was das Thema Braillezeilen anbelangt. Sie gehören ganz fest in das Inventar dazu und natürlich immer in der modernsten Form. Sie haben ja hinten, das sieht ja noch ein bisschen aus wie so ein alter C64, aber das gibt es ja inzwischen in einer Technik und einer auch Mobilität, was ja auch wichtig ist, die seinesgleichen sucht.
Ja, hey, vielen Dank. Das heißt, ich kann Ihnen versprechen, dass wir in unserem Hause weiterhin entwickeln werden, immer das Ohr am Markt haben werden. Natürlich, Sie wissen ja, bei uns arbeiten auch einige blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen, ob das jetzt in der Entwicklungsabteilung ist oder als Kundenberater da draußen in der Welt. Also die sind natürlich unsere erste Quelle, die wir befragen, was braucht der Markt, aber auch natürlich da draußen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Bereich, wo wir ja auch stark vertreten sind weltweit. Also da machen wir schon weiter. Bei der Blister, bei Ihnen werden ja die Schüler ab der 5. Klasse unterrichtet. Wie ist denn das? Welche Kenntnisse bringen die da bereits mit? Haben die da schon Erfahrung mit Braille oder wie muss ich mir das vorstellen, die da neu bei Ihnen ankommen? Also das ist ja eine der Besonderheiten, vielleicht werden die möglicherweise sich erstmal Personen fragen, wieso erst ab der 5. Klasse. Das ist tatsächlich, weil wir ja als Blister im Bereich des Gymnasiums unterwegs sind. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler kommen tatsächlich ab der 5. Klasse, kann aber auch später sein, 7., 8., 10., 11., hier zu uns aus den verschiedensten Bundesländern, aus den verschiedensten Settings, von inklusiven Settings, anderen Förderzentren, anderen Ländern auch. Und fangen erstmal hier an. Also manche haben einen hervorragenden Kenntnisstand, was Punktschrift anbelangt, andere sind noch so auf dem Weg dahin. Das heißt also, der erste Schritt ist, gemeinsam erstmal zu einem gleichen Ausgangspunkt zu finden. Das heißt, wir haben hier passgenaue Angebote, den Schüler und Schüler auf den Punktschriftstand zu bringen, der erstmal notwendig ist, die Vollschrift komplett zu beherrschen. Dann in den nächsten Schritt in die Kurzschrift zu kommen. Da kann man sicher vortrefflich darüber diskutieren, aber Kurzschrift ist, ich denke, das kann Frau Kartemann noch viel deutlicher sagen, eine hervorragende und eine wunderbare Möglichkeit des schnellen, zügigen Lesens und auch Lernens. Ja, genau. Also auf dem Standpunkt stehen wir in der Tat. Die Kurzschrift und eben trotz Breitzeilentechnik oder gerade mit Breitzeilentechnik ist eben eine hervorragende Geschichte, um schnell lesen zu können, um ja, sich auch zu orientieren und insbesondere auch, um Texte schnell überblicken zu können. Und ist ja auch eine, ja, insofern sich jahrzehntelang bewährt habende Technologie. Von daher sollen Schülerinnen und Schüler doch zumindest in den Genuss kommen, diese Arbeitstechnik kennenzulernen. Das ist ja überhaupt ein ganz wertvoller Punkt, denke ich, für die Blister generell, dass man eben Schülerinnen und Schüler dahingehend befähigt, möglichst viele verschiedene Techniken kennenzulernen und um dann auch so eine Wahlfreiheit zu haben und damit einhergehend auch im Umgang mit Braille und Braillezeilen möglichst viele Arbeitstechniken kennenzulernen und um dann für sich das Passende auswählen zu können. Ist es dann gleich von Anfang an, dass Sie sie direkt an den PC setzen? Oder, ich meine, Sie müssen das sich natürlich einen Überblick verschaffen, wie ist der Kenntnisstand, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Demesfeld, aber mit welchen Hilfsmitteln fangen die so an? Tatsächlich, das mag man vielleicht, und wenn man will, fast als Rückschritt erstmal wahrnehmen, ist es so, dass wir sagen, wir legen jetzt mal die Technik ein bisschen auf Seite und konzentrieren uns wirklich auf die Grundsystematik, um einfach einen gleichen Ausgangspunkt zu finden. Weil wir haben ja jetzt nicht nur die Kurzschrift, also die Vollschrift, die Kurzschrift, wir haben ja auch noch eine Mathematikschrift, wir haben auch noch eventuell, was die Fremdsprachen anbelangt, Schriften, wo wir sagen, hier erstmal sicher werden. Es gibt Schüler, die die Technik schon so aufgenommen haben, dass sie sagen, damit arbeite ich, dann wird es die begleiten. Ansonsten ist bei uns ab der sechsten Klasse vorgesehen, dass wir die Technik, sprich Notebook, Breitzeile oder Vergrößerungssoftware, was notwendig ist, mit Sprachausgabe, dann einsetzt. Aber am Anfang erstmal ankommen, gleiches Setting, modularisiert, je nach Kenntnisstand, auf den Weg bringen und dann ab der 6. Klasse eben Einstieg in die Technik mit Breitzeilen. Das ist ganz wertvoll. Ich würde was zeigen, gerade in diese, was vielleicht in diese Rubrik passt. Wir haben hier die neue Active Braille 2021 mit der ATC-Technologie, da komme ich später noch dazu. Das wird demnächst auch bei Ihnen jetzt lieber vor Ort vorgeführt, gezeigt. Wir haben eine Software entwickelt und zwar nennt die sich Tabli. Tabli ist die Abkürzung für taubblind, Taubblindenkommunikation. Das war die ursprüngliche Ausgangs. Das war ursprünglich die Ausgangsentwicklungssituation, dass wir für die Taubblinden auch etwas machen, wie wir in der Vergangenheit haben ja auch schon so ein Display gehabt, dass man direkt an die Zeile anschließen konnte. Damals noch die Braillewave, Braillestar und so weiter, Braillino. Mit der Active Braille 2021, mit der neuesten Technologie, haben wir hier etwas geschaffen, wo ich die
Braillezeile direkt mit dem Tabli. Tabli ist ein Gerät, das auf einem Smartphone installiert ist. Also das ist ein kompaktes Gerät, das Tabli. Es ist kein Smartphone zum Telefonieren, sondern dient nur der Kommunikation. Wenn ich jetzt, ich bin verbunden, wenn ich da jetzt mich durchbewege, dann kann ich sogar als blutiger Anfänger, wenn ich keine Ahnung habe von Braille, kann ich mich hier durchbewegen im Menü zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob man das gut hört. Man hat einmal die Sprachausgabe hier und ich schalte die Sprachausgabe jetzt mal aus. Wir gehen durch das interne Menü und wir können uns, wenn wir uns jetzt in die Situation versetzen, mit einem Taubblinden direkt unterhalten. Er kann hier direkt drauf schreiben, zum Beispiel, hallo, wie geht's? Wie geht es dir? Ja. Ohne Zwischen. Natürlich kann er auch hier korrigieren und rückwärts löschen, ja, wenn er das Leerzeichen vergessen hat. Ja. Ich will jetzt aber nicht so lange drauf rumreiten. Wir haben natürlich wenig Zeit für das ganze Interview. Aber hier ist die Kommunikation mit dem Tabli so möglich, dass ich mich mit dem Tabli irgendwo auch hinsetze. Ich muss nicht direkt daneben sein, ich muss nichts drehen oder versuchen, sondern ich kann direkt mitlesen auf diesem Tabli, was hat denn der Taubblinde auf der Braillezeile geschrieben. Ich kann ihm auch direkt auf dem Tabli antworten. Ich habe hier eine Online-Tastatur, On-Screen-Tastatur und kann hier direkt auch schreiben und er kann das sofort mitlesen. Dass das für die Taubblinden natürlich optimal ist, ist klar, wird ja auch jedem Taubblinden gleich klar, aber diese Funktion kann natürlich auch jedem Elternteil, jedem Lehrer, jedem Schüler nützlich sein. Jemanden, der noch einen Sehrest hat, der kann hiermit wirklich problemlos diese Kommunikation zwischen der Braillezeile und dem Tabli einfach mitverfolgen, lesen, was da drauf steht. Und wie gesagt, auch für die etwas die Sehbehinderten unter den Anwendern, die können hier sogar auch die Größe verstellen und so weiter. Also das nur, können Sie sich vorstellen, dass das eine hilfreiche Geschichte ist, gerade so beim Lernen, beim Erlernen der Brailleschrift, bei dem Neueinstieg? Prinzipiell ist natürlich immer ganz gut, wie Sie schon gesagt haben, wenn man sich solche Dinge vor Ort einfach auch nochmal anschauen kann, um dann eben selbst die Erfahrung live zu machen. Aber es ist natürlich immer gut, sozusagen Braillezeichen aktiv an der Braillezeile mitlesen zu können und eben auch dann schreiben üben zu können und ein möglichst kleines handliches Gerät zu haben. Und wenn Sie, also was wir zum Beispiel noch gerne nutzen, ist der Braille-Betrachter, weil Sie sagten, wie können denn auch Eltern oder wie kann der Lehrer einfach schnell mitlesen? Das ist dann eher in dem Screenreader die enthaltene Funktion des Braille-Betrachters. Ne? Das kann auch Bildschirm gleich schnell erkennen. Was ist denn auf der Braillezeile los, um auch zu helfen oder mitlesen zu können? Wie ist es eigentlich bei der Blister? Werden da die Hilfsmittel den Schülern zur Verfügung gestellt oder bringen die selbst was mit? Da gibt es ja bestimmt unterschiedliche Bedürfnisse, ja, und Anforderungen. Ja, also sagen wir mal, grundsätzlich ist es so, dass den Schülerinnen und Schülern die Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden ab der 6. Klasse. Ein Notebook und die entsprechende Hilfsmitteltechnologie dahinter. Es gibt natürlich aber auch Schülerinnen und Schüler, die bringen ihre Hilfsmittel bereits mit, weil sie beantragt wurde und nutzen sie auch. Deswegen haben wir eben gesagt, es ist nicht so, dass wir sagen, du musst deinen PC auf Seite legen, weil wir jetzt mit Punktschrift anfangen, sondern natürlich, wer das so internalisiert hat, damit zu arbeiten, der kann die nutzen. Aber ansonsten ist es so vorgesehen, dass wir sie bis zum Schluss bei uns, also Abitur oder welcher Schulabschluss auch immer notwendig oder gegeben ist, ihre Technik hier von uns erhalten. Dann wird auch von uns der Service angeboten, der Support, was notwendig ist. Wir haben auch spezielle Voraussetzungen, zum Beispiel für Prüfungen muss die Technik ja zum Beispiel ohne Internet sein. Nur bestimmte Programme sind zugelassen. Also das bieten wir hier den Schülerinnen und Schülern der Blister an. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Wir haben Ihnen ja mal eine größere Anzahl an Braillezeilen geliefert und ich kann mich noch erinnern, Sie haben gesagt, aber diese internen Funktionen, wie zum Beispiel das ATC, die internen Speichermöglichkeiten, weil
das ist nun mal da drin, muss aber irgendwie abschaltbar sein. Kann ich mich nur gut daran erinnern. Das war, ja. Ich habe gerade ATC erwähnt. Ich weiß nicht, die meisten, ich hoffe, ich freue mich, wenn jeder weiß, was ATC heißt. Active Tactile Control, also dieses automatische Weiterschalten, was wir da auch integriert haben in die Active-Braillezeilen, damit einfach der Text, der auf der Zeile angezeigt wird, automatisch weitergeschaltet wird in die nächste Zeile, wenn der Schüler, die Schülerin den kompletten Text gelesen hat auf der Zeile am Ende angekommen. Und zwar schaltet es dann tatsächlich erst um, wenn er wirklich, er oder sie, alles gelesen hat auf der Zeile. Nicht so wie früher bei dem Buchwurm, da war das ja so ein Automatismus, wo man die Zeit einstellen konnte, wie schnell das weitergeht. Ich denke und hoffe, dieses ATC ist auch eine hilfreiche Funktion, die wir, das haben wir vor 16 Jahren mittlerweile, das ist auch schon Wahnsinn, haben wir Pädagogen aus ganz Europa hierher eingeladen, also in dieses Gebäude, und damals, wir haben die Technologie entwickelt, dieses ATC, wo wir genau wissen, wo die Position des Fingers ist, aber wir wussten nicht so richtig, was macht man damit. Also da möchte ich mich heute auch noch bei allen Zuschauern, bei allen Zuhörern und allen Pädagogen, die hier damals dabei waren, auch aus Ihrem Hause, wirklich nochmal bedanken, weil dieses ATC ist einfach eine fantastische Sache. Ja. Was empfehlen Sie den Eltern, damit sie ihre Kinder beim Erlernen unterstützen können oder bestmöglich unterstützen können? Technologien, Bücher und so. Frau Kratemann, ich denke da an die Literatur. Ja, natürlich haben wir sehr viele Fibeln im Angebot für Braille-Anfänger. Also wir haben natürlich auch für blinde Eltern im Angebot ein Buch, das da heißt Knack den Code, das sehr spannende Rätselchen und verschiedene spielerische Zugänge zu Braille anbietet. Das ist auch sehr nett gemacht und ist auch von einer bei uns im Haus sehr erfahrenen Kollegin herausgegeben worden. Man muss inzwischen sagen, ehemals sehr erfahrenen Kollegin herausgegeben worden. Und das, ja, das ist natürlich ein Punkt. Ansonsten empfehlen wir natürlich, der Temmesfeld hat es eben schon gesagt, die Kinder auch dahingehend zu unterstützen, dass sie mit der Technik umgehen lernen. Und dazu empfiehlt sich natürlich der Braille-Betrachter, der in dem Screenreader JAWS selber ist. Also für die blinden Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns, man weiß das ja vielleicht manchmal gar nicht so genau, über den können dann eben letzten Endes die Eltern sehen, wo sozusagen die Kinder gerade sind, wo die Braillezeile den Fokus hat, sodass man eben entsprechend da einen Anhaltspunkt bekommt und das Kind gezielt beim Lesen unterstützen kann. Und bei unsere Bibliothek hat natürlich auch viele Bücher im Programm, über die man Tasten lernen kann. Wir haben also einen Schwerpunkt, einen speziellen Schwerpunkt mit Bilderbüchern. Da kaufen wir immer ganz viele verschiedene Sachen und alles, was da irgendwie neu an Tastenbüchern hereinkommt, ist ja auch gerade erst vom DBSV erschienen. Das werden wir auch anschaffen und viele ähnliche Dinge mehr, sodass einfach auch die Qualität des Tastens erstmal ja gefördert werden kann bei Kindern und auch gefördert werden muss. Und das ist ja eben auch ein ganz wichtiger Punkt, wo Eltern unterstützen können, dass sie eben mit Kindern gemeinsam Bücher lesen können, Bücher anschauen können, Bücher anfassen können, Bücher erleben können. Wir haben eben auch die Taststraße zur Ausleihe im Angebot. Der Name sagt es schon, Taststraße ist ein spielerisch entwickeltes Material von Markus Lang. Das gibt es nicht mehr zu kaufen, aber bei uns in der Deutschen Binnenbibliothek kann man das noch ausleihen und in dem Sinne dann auch auf einem sehr spielerischen Weg an die Braille-Schrift herangeführt werden. Ja, vielleicht noch die Erwähnung, korrigieren Sie mich, Frau Kattemann, wenn ich falsch liege, soweit mir bekannt, gibt es bei Ihnen über 50.000 Bücher auszuleihen. Ja, es gibt sogar bei den Hörbüchern über 60.000 und eben bei den Braille-Büchern, da haben wir auch eine ganze Reihe an Büchern am Angebot natürlich und auch durchaus aktuelle Bücher. Man hat ja bei Braille immer sowas Verstaubtes im Kopf, ne? So den Bestand von Anno dazu mal, aber wir haben also gerade im letzten Jahr auch wirklich ja, sehr viele Bücher in Kurz- und in Vollschrift gemacht. Das ist ja ganz entscheidend, sodass eben auch da man entsprechend die Bücher in Vollschrift lesen kann, gerade als Anfänger. Und so, dass man eben auch da als Eltern nochmal gezielt unterstützen kann. Wir haben auch solche Klassiker im Angebot, ne? Also Klassiker im Sinne von Dingen, die es auch als Verfilmung gibt.
weiß ich, diese Conny-Bücher zum Beispiel, das ist ja so eine ganz bekannte Reihe für Eltern, ne, die man auch aus dem Fernsehen kennt und sind ja auch bei Märchen beliebt, so Pferdebücher und ähnliche Dinge mehr, sodass man die dann zum gemeinsamen Lesen und Vorlesen auch nehmen kann. Mir fällt da ein Vortrag von Ihnen ein, das ist schon einige Jahre her. Ich weiß auch nicht mehr genau, wo das war. Als da sagten Sie mal den Satz, dass das Lesen für die Blinden teuer werden könnte. Es ging damals, glaube ich, um diese Marrakesch-Richtlinie. Sie da vielleicht noch kurz was dazu sagen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Ich meine, das ist schon einige Jahre her, das weiß ich. Aber, ja, das war ja auch ein sehr spannendes Thema, Marrakesch. Also das ist jetzt so ein, es geht ja in dem Marrakesch-Vertrag, um es ganz kurz zu sagen, internationalen Literaturaustausch. Da haben Blindenbibliotheken sehr lange Jahre gekämpft und weltweit gekämpft. Wir haben da inzwischen in vielerlei Hinsicht das Thema in deutsches Recht überführen können. Und in dem Sinne entwickelt sich Lesen natürlich weiter, dass wir immer wieder auch mit den Themen wie E-Books und eben ja da auch auf internationaler Ebene dann immer wieder zu tun haben werden. Und es gibt ja auch Initiativen, die den internationalen Literaturaustausch vorantreiben. Und das Teuerwerden bezog sich darauf, dass wir damals eigentlich dagegen gekämpft haben, Gebühren für Literatur zahlen zu müssen, die wir mühsam umsetzen. Und wir haben uns dabei inzwischen ganz gut geeinigt mit den Verwertungsgesellschaften, die da inbegriffen waren. Also man weiß ja, ne, für jedes Buch muss man ja in irgendeiner Weise mit Verwertungsgesellschaften zu tun haben. Und wir wollen ja alles urheberrechtlich auch richtig abwickeln. Und da kommt man eben dann an so einen Punkt, wo wir aber inzwischen zufrieden sind mit dem Ergebnis und lesen. Natürlich, wir haben immer noch das Problem, dass nur 5% aller Bücher, die auf dem Buchmarkt erscheinen, überhaupt in barrierefreier Form zugänglich sind. Das ist ein kleiner Teil. Und da müssen wir alle noch daran arbeiten, dass das besser wird. Und insofern ist Lesen auch immer noch irgendwie, wenn man so will, ein Luxus. Nur weil ein Buch elektronisch lesbar ist, ist es ja nicht barrierefrei auf der Braillezeile erfassbar. Ja, das heißt, wir sind weit weg von dem amerikanischen Bookshare-System, wo man alle die ganze neue Literatur austauschen kann und sich ausleihen kann für kleines Geld. Sehr schade, ja. Vielen Dank, dass Sie da weiterkämpfen und da dranbleiben, ne, für alle. Herr Temmesfeld, empfehlen Sie eigentlich Eltern auch die Brailleschrift zu lernen, um ihre Sprösslinge, ihre Studenten zu unterstützen? Ja, also selbstverständlich, weil das ist ja das Schriftsystem, also im Sinne von, das ist das Schriftsystem meines Kindes, also möchte ich ja auch mit meinem Kind kommunizieren können. Und Technik ist ja nicht immer da und sollte auch vielleicht gar nicht immer verfügbar sein. Insofern, es kommt ja auch dazu, ich muss ja vielleicht das eine oder andere beschriften im Haushalt, damit mein Kind auch, was ich, Gewürze findet und ähnliches. Also ganz klares Ja dafür und ehrlich, Punktschrift. Jede kann das erlernen. Ich würde sagen, 2-3 Stunden, das System ist ziemlich simpel, Maschinchen. Man kann ja auch den Anreiz geben, wer einen Liebesbrief mit der in Punktschrift verschickt, der verschickt umsonst und der andere muss es lesen, also unbedingt. Die Lehrkräfte bei Ihnen, ich vermute mal, die nutzen auch ihre eigene Bibliothek, um sich weiterzubilden oder wie stellt man sich das vor? Ich meine, wir bieten ja auch kostenfreie Fortbildungen an, gerade für Braillezeilen. Natürlich können wir nur die Fortbildungen an unseren Braillezeilen kostenlos anbieten, nicht für andere, weil wir die nicht kennen. Wie bilden sich die Lehrkräfte hier weiter? Also man muss vielleicht, wenn man noch ein ganz klein bisschen ausholen darf, sagen, die Lehrkräfte an der Blister sind ja jetzt erstmal in der Regel erstmal Sekundarstufe 2 Lehrkräfte. Ne? Das Thema Gymnasium oder Fachoberschule. Das heißt, und der Blinden- und Sehbehindertenpädagogikbereich geht in der Regel bis zur Sekundarstufe 1. Es gibt 1-2 Ausnahmen endlich. So, das heißt, wir haben Gymnasiallehrkräfte, die wir dann nachträglich noch weiter qualifizieren. Da gibt es hier zum Beispiel in Marburg einen Masterstudiengang, 2 Jahre berufsbegleitend. Und da werden dann die Lehrkräfte aus der Blister hin entsendet. Und die machen dann, sagen wir so, noch nachträglich ein Studium zum Thema Blinden- und Sehbehindertenpädagogik. Also das ist der erste, wo die ganzen Grundbausteine da sind.
Dann natürlich gehört es für uns, wie für alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Blister dazu. Wir haben verschiedene Module neu an der Blister von wie führe ich, was machen wir eigentlich, wie werden Medien hergestellt. Das gehört mit dazu. Wir haben für das gesamte pädagogische Personal gibt es auch einen Zertifikatskurs hier an der Uni, den wir mit, sagen wir mal, nicht nur bewerben, sondern auch das mitfinanzieren, mit Freistellung und allem, damit hier nochmal Grundkenntnisse da sind. Und dann, glaube ich, ist auch jeder in unserem Haus ein Botschafter für das Thema Blind- und Sehbehindertenpädagogik, weil wir das auch nur zusammen alles machen können. Es ist ja nicht nur so, dass die Lehrkräfte gut sein müssen, sondern wir müssen alle gut sein. Und auch das muss ja ineinander greifen. Das wollen wir eben mit einem guten Kenntnisstand, Schulungen. Herr Katalinisch, immer herzlich willkommen. Wir freuen uns auch über ganz gezielte Breilschriftfortbildung an den Breitseilen von Ihnen. Immer gerne. Ich denke immer, das sind so viele, das ist wirklich mittlerweile komplexe Dinge auch drin, ja, die man nutzen kann, die einem das tägliche Arbeit erleichtern, auch gerade für die Pädagogen zum Beispiel. Ich habe vorher diese ATC-Technologie erwähnt, also wo man eben den Lesefinger detektiert exakt und weiß ganz genau, wie man gelesen wird. Aber gerade für die Pädagogen vielleicht eine große Hilfe der ATC Log Analyzer und der Log Player. Der Log Analyzer, der zeichnet auf Wunsch für den Pädagogen komplett das Leseverhalten von einem Schüler auf. Und das Ganze kann sich dann eben der Pädagoge entsprechend in einer Excel-Tabelle anschauen. Er sieht ganz genau, wie lange hat er für diesen Text gebraucht, wie viele Wörter waren da drin, wie viele Wörter hat er pro Minute gelesen, wie viel hat er denn in der ersten Minute. Man sieht sogar genau in jeder Minute den Fortschritt. Liest er immer schneller, ist er eventuell langsamer. Ich sehe dadurch auch ganz genau, wie oft ist er denn rückwärts oder hat er rückwärts gelesen auf der Zeile, weil eben diese Aufzeichnung des Fingers genau angezeigt werden kann mit diesem ATC-Log-Player. Das heißt, ich muss nicht mehr als Pädagoge daneben stehen mit der Stoppuhr und sagen, so, jetzt lies mal los, lies laut. Ich zeichne das vielleicht nur auf mit einem Aufnahmegerät oder sowas, um das zu hören. Sondern mit dieser Technologie, die Sie ja auch in Ihrem Hause haben, sowohl mit der Modular Evolution als auch mit der Active Braille zum Beispiel, bringt Ihnen sofort eine Datei raus, nachdem der Schüler, Student das gelesen hat, und Sie können von Zeit zu Zeit einfach mal kontrollieren, wie ist in dem sein Lesefortschritt, wo hat er sich verbessert. Man kann in dieser Software auch noch so viel anderes abfragen, aber Sie können sich einfach als Pädagoge auch zurücklehnen, diesen ATC-Log-Player starten und Sie sehen genau farblich, wo sich sein Finger befindet auf der Zeile. Sie sehen quasi die Darstellung der Braillezeile, die 40 Module, und Sie sehen den Text auf den Modulen und darunter. Sie sehen, wo sich der Finger, wie sich der Finger bewegt, exakt wie er es gelesen hat. Man kann das Ganze sogar in doppelter Geschwindigkeit laufen lassen, um nicht zu lange damit zu verbringen, falls mal einer wirklich langsam liest. Also das nur nebenbei. Welche Vorteile bietet eigentlich die Blister im Vergleich jetzt zu der staatlichen Regelschule? Also wir sehen ja, Blister ist eine Angebotseinrichtung. Das heißt ja, es ist eine wertvolle Möglichkeit, wie man seinen Schulbildungsweg gestalten kann. Also insofern würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir sind nicht besser, sondern wir sind anders. Und es ist jeweils an der einzelnen Person zu sagen, was passt denn besser zu meinem Lebens- und Bildungsweg? Und wenn wir jetzt sagen, natürlich, wir haben das Thema der kleineren Klassen, wir haben sicher eine andere Hilfsmittelausstattung, das Personal ist anders qualifiziert, sind das sicher wichtige Bausteine. Man muss aber sagen, gut, dafür muss man eventuell im Internat bei uns wohnen, weiter weg von zu Hause, vom Freundeskreis. Also es gilt es insofern abzuwägen, wo geht für mich meine Reise hin. Wir sind bestrebt, dass jeder Schüler, jede Schülerin seinen Weg gehen kann. Den wollen wir so weit, wie es geht, mit Meilensteinen versuchen zu begleiten, dabei zu sein, individuell, also es ist hochindividuell, und dass am Ende eben der bestmögliche Abschluss für den einzelnen Menschen dasteht. Das würde ich sagen, ist so der Punkt. Und vielleicht sagen wir so, eine Besonderheit ist, wir begreifen es ja als Blister Campus. Das heißt, wir sind eine Einrichtung, wo blinde, sehbehinderte und sehende Menschen zusammenlernen. Also wir haben, wenn man will, dieses System der
Früher wurde es Reversal Inclusion, also diese Inklusion in einem Förderzentrum. Wir haben inzwischen hier eine Montessori-Schule, die auch nochmal eine ganz eigene Pädagogik mit rein, also eine zweite Schule aufgebaut, die wir jetzt auch mit dem Förderschwerpunkt Sehen ausstatten wollen. Das heißt also auch da ist es möglich, dass blinde und sehbehinderte Schüler hier aus der Region vielleicht dazukommen können. Und damit stellen wir uns einen bunten Bildungscampus vor, der viele Möglichkeiten beinhaltet. Aber mir ist wichtig auch zu sagen, es ist ein Angebot. Man kann auch zu uns kommen und kann auch sagen, nach 2 Jahren, ich gehe jetzt auch wieder, weil jetzt mein Weg doch zu Hause, der für mich bessere ist. Gibt es irgendwelche unnützen Schüler, die Blister verkraftet, deutsch gesagt? Wie viele? Nein, sagen wir mal so, das sehen wir so als unseren Auftrag an, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich hier angemeldet haben, angemeldet werden, auch von und wo alles auch passt, sagen, ja, da bieten wir was an, bis wir aus den Nähten platzen. Also es gab mal Zeiten, auch schon etwas länger zurück, da hatte die Blister über 300. Wir sind jetzt bei 270 Schülern, da waren es über 320 Schüler. Da ist eher die Schwierigkeit, klar, ich muss Klassen aufbauen, ich muss Wohngruppen finden. Aber dafür sind wir ja da. Das ist, denke ich, mal unser Auftrag. Und können nicht sagen, tut mir leid, geht nicht, komm mal nächstes Jahr wieder. Das geht an der Stelle nicht. Und ich glaube, das ist aber das, was alle Einrichtungen für sich sagen. Der da ist, für den sind wir auch da. Um den werden wir uns kümmern, und zwar so gut, wie es möglich ist an der Stelle. Was ist eigentlich mit den Kosten? Entstehen den Eltern Kosten? Wie wird das Ganze finanziert? Ja, natürlich. Also Kosten grundsätzlich entstehen, weil darüber finanzieren wir uns. Den Eltern entstehen maximal die Kosten, das nennt sich die sogenannte häusliche Ersparnis. Das heißt also, das, was quasi das Kind zu Hause den Kühlschirm nicht leer futtert, das wird den Eltern anteilig berechnet. Und da gibt es immer verschiedene Kostensätze. Das hängt ein bisschen vom Einkommen ab, aber auch vom Bundesland. Ansonsten werden alle Kosten übernommen von Kostenträgern. Das ist bei uns überwiegend die Eingliederungshilfe, also überörtliche oder Sozialamt, je nachdem, welchem Kreis, in welchem Land man sich befindet. Manchmal im Rahmen, wir haben ja auch Ausbildungen, ist es die Agentur für Arbeit. Oder eben auch, wenn nochmal Umschulungsmaßnahmen anstehen, dann ist es zum Beispiel die Rentenversicherung. Wir haben ja zum Beispiel blindentechnische Grundbildung. Das heißt also, wenn sich das Sehvermögen in der Schulzeit oder später im Erwerbsleben verschlechtert, verändert, dann ist zum Beispiel auch da die Rentenversicherung bei den Älteren ein Kostenträger. Also insofern, Botschaft ist wichtig. Kosten entstehen, aber sie werden durch unser System einfach extern getragen, maximal eben der Kühlschrank, das Leerfutter. Ja. Das kann gewaltig sein. Je nach Kind. Wird aber nicht nach Kilo abgerechnet, soweit ich weiß. Schön. An wen können sich eigentlich Betroffene wenden, die nicht jetzt in der näheren Umgebung von Marburg wohnen, die von weiter weg kommen? An wen können die sich eigentlich wenden? Nur an Sie oben? Also, oder gibt es da noch andere Anlaufstellen, wo Sie Informationen bekommen? In Bezug auf die Blister natürlich gerne an uns, aber in Bezug auf Informationen generell gibt es natürlich immer in sämtlichen Orten Blinden-Selbsthilfeverbände, ne, wo man sich eben generell mal informieren kann über verschiedene Angebote und ähnliche Dinge mehr. Es gibt ja auch verschiedene Elternvereine, ne, also da sei dann ja der Bundesverein Eltern blinder und sehbehinderter Kinder besonders erwähnt, BEBSK, wo man dann eben auch nochmal sich gezielt unter Eltern austauschen kann. Ich würde auch gerade gerne zu dem Punkt Eltern noch mal eins sagen. Wir sitzen ja hier in einem Vortrag zum Thema Blindenschrift und Eltern. Und meine Mutter hat immer versucht, den Fehler zu machen, Blindenschrift mit den Fingern lesen zu wollen. Also da kann man nur an die lieben zuhörenden Eltern appellieren, versuchen Sie es bloß nicht. Sie werden das nicht schaffen. Es gibt eigentlich keine sehende oder kaum sehende Menschen, die Blindenschrift mit den Fingern lesen können. Das könnte man auch länger und breiter naturwissenschaftlich ausführen, warum das so ist. Das ist aus guten Gründen so, aber wie gesagt, man kann nur empfehlen, nicht versuchen. Meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen, weil sie es nicht konnte, und das wollen wir doch allen Eltern ersparen. Ja, das glaube ich, ja. Gut, hier noch der Hinweis,
den wahrscheinlich jeder kennt, www.blista.de. Da gibt es viel, viel mehr Informationen. Sie haben jetzt vieles gehört, meine Damen und Herren. Bücher, Fragen etc. pp. Auch über uns. Vielleicht ein Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben in Marburg, nicht nur in Marburg, sondern in ganz Deutschland natürlich noch auch Beratungszentren. Früher haben wir auch Filialen dazu gesagt, sowohl in Hamburg, jetzt erst vor kurzem eröffnet, eine in Lüneburg, in Köln, in Stuttgart, eine hier noch in Horb, aber in Marburg gegenüber vom Marburger Hof. Da können die Interessierten auch jederzeit reinkommen. Und ansonsten denke ich mal, Sie können sich bezüglich der Bibliothek, bezüglich der Literatur jederzeit an die Frau Kartemann wenden und sonst eben an die Blista. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist wirklich so, die Zeit ist für mich jetzt so verflogen. Das waren jetzt 45 Minuten. Wir könnten bestimmt noch viele, viele Themen besprechen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich weiß, es ist nicht einfach und freue mich, Sie demnächst irgendwann besuchen zu dürfen, auch über ein paar neue Dinge zu sprechen. Wir haben auch einiges in der Entwicklung, ganz neue Projekte in der Software auch, die hoffentlich auch hilfreich sein werden. Und ansonsten sind wir auch immer für alle da. Und jetzt noch Ihnen das letzte Wort, bevor wir hier dieses Interview beenden. Nochmals herzlichen Dank. Also zum einen sehe ich noch eine Meldung, wenn ich so für Sie moderieren darf, Katalinisch. Ansonsten sagen wir natürlich auch herzlichen Dank. Also sagen wir mal grundsätzlich Dank einfach an die Hilfsmittelfirmen ganz im Allgemeinen, weil sie uns natürlich auch helfen, den Auftrag, den wir haben, Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung zu den bestmöglichen, sagen wir mal, eigenen Zielen zu finden, ganz wichtig ist. Ne? Wir haben zum Beispiel heute jetzt nicht so ganz erörtert die Bedeutung Punktschrift und das zunehmende auditive Angebot. Es kommt aber nicht einfach an die Qualität heran, also das Punktschriftlesen, das Arbeiten mit Punktschrift, meine Kollegin Anne Reichmann wird ja dazu sicher auch was sagen, ist einfach fantastisch. Und deswegen sind wir auch auf diese Technik angewiesen, auf ihre, sagen wir mal, Innovationskraft, dass immer das weitergeht, dass jedes Windows, jede Innovation immer wieder mal ein Rückschlag ist, den Sie dann aber fantastisch mit den anderen zusammen aufholen. Dafür einfach unseren Respekt. Vielen Dank dafür und dass Sie dranbleiben. Wir nutzen es. Sie sehen immer wieder wir sehen es an den erfolgreichen Lebens- und Bildungswegen, die wir hier seitens der Blister haben. Und ja, insofern zusammen sind wir stark. Ich möchte auch bedanken natürlich. Es ist immer ein Interesse an unserer Bibliothek und generell Blindenbibliotheken allgemein, dass wir ja ein Angebot schaffen und auch schaffen wollen, das attraktiv ist für zukünftige Nutzerinnen und Nutzer. Das geht natürlich nur im Zusammenspiel mit moderner und modernster Technologie. Und wie gesagt, zum Blindenschriftlernen braucht man aber auch und immer noch nach wie vor das gute alte Buch, um eben ja, Übungen zum Tasten und ähnliche Dinge mehr zu machen. Also es wurde schon gesagt, wenn da nähere Informationen gewünscht werden, wenden Sie sich gerne an uns und in diesem Sinne Ihnen noch viel Spaß bei dieser Online-Side-City und alles Gute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Frau Kartemann, Herr Temmesfeld. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Rest vom Tag und viel Spaß bei allem, was Sie tun. Danke.